So, hallo Leute, da bin ich mal wieder. Wir spielen eine Runde Gothic 2. Das war Prolog 1.4. Das hat schon mal geklappt, die Ansage. Jetzt gehen wir mal aufs Spielladen. Ich finde das ja immer sehr spannend, was ich dann bekomme und wo ich aufwache. Ich sehe schon Part 29. Das heißt, ich bin heute im Begriff Part 30 zu schreiben. Das ist sehr gut. Und ich sehe, wir sind irgendwo im bewohnten Gebiet. Das ist auch gut, da freue ich mich. Und was noch witzig war, ich habe mir gerade eben vor 10 Minuten Kids vorherigen Part angeschaut, also den 29er. Und muss sagen, ich bin aus dem Lachen echt nicht mehr rausgekommen. Das war zu krass, in welche Situation Kid immer geschickt wird von Marcello. Ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben. So, wir machen erstmal 30. Bam, erstmal gespeichert. Und ich sehe schon, ja, genau das habe ich gehofft, dass wir uns angeschlossen haben. Dass die sich angeschlossen haben. Egal wer. Ich war immer unschlüssig, was wir jetzt machen. Ob wir Magier machen, ob wir zur Garde gehen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass die Garde die bessere Wahl ist. Denn ich denke mir, wir können alle besser kämpfen als zaubern. Zumal das Zaubersystem in Gothic 2 ja immer so ein bisschen rückständig war. Von dem her glaube ich, ist so eine Kämpfergilde ganz gut. Und ich sehe schon, wir haben 55 Stärke. Das heißt, irgendjemand muss Sachen zu sich genommen haben hier. Gut, wir brauchen immer noch 75 Stärkepunkte für den Orkschlechter, das ist sehr schön. Jetzt gucken wir mal hier mal rein. Boops, ein Langbogen. Okay, ein Jagdbogen. Wir haben uns definitiv verbessert, muss ich sagen. Das ist sehr schön. Die leichte Garderüstung. Und ein Milizgürtel. Und ein Ring der Kraft. Und was wir nicht alles haben. Super, schön. So, ich sehe schon, der Goldstand ist auch wieder ein bisschen kleiner geworden. Wir hatten, glaube ich, einen Kids. Ich muss jetzt immer von Kids letzter Folge reden, also von der 26er Folge. Die habe ich gerade eben angeschaut. Da habe ich noch so viel im Kopf jetzt gerade. Ja, und da weiß ich, da hatten wir, glaube ich, 1800 Gold. Und 500 Gold sind ja für Kid reserviert. Ich weiß nicht, ob er die schon ausgegeben hat. Also darf ich aber immer noch 440 ausgeben. Das ist schön. Ja, machen wir 439. Ein Goldstück lasse ich dann Marcello auch noch übrig. Ganz so gemein bin ich dann doch nicht. So, jetzt ist erstmal noch die weitere Frage. Was haben wir denn so für schöne Quests heute? Der Blutkelch. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich soll aus dem Lagerraum am Markt ein Blutkelch stehlen und es Rembor bringen. Ja. Eher ihn. Den Kelch, aber egal. Benusch ist der Einzige, der den Schlüssel hat. Schlüssel hat. Entschuldigung, hab mich verlesen. So. Ich soll dahin gehen und fragen, ob Verschwendung hat. Ach, wenn ich eins nicht so gut mag, dann ist es, wenn Quests angefangen sind und ich dann wieder versuchen darf, die irgendwie zu lösen mit null Vorwissen und überhaupt keinen Plan. Till Spitzhacke, das haben wir ja schon ewig drin. Und die zwei Quests, die werden wohl niemals weggehen. Die werden wahrscheinlich in diesem Prolog gar nicht weggehen. Das ist sehr gut. So, der verschwundene Gardist. Dallin. Dallin ist doch der Jäger außerhalb des Lagers, glaube ich. Und ich soll aus dem Lagerraum am Markt einen Blutkelch stehen. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal ganz schlau ins Inventar rein. Ja, ist hier bei mir auch nicht besser in echt. Von dem her passt das. So, okay. Ja, gehen wir mal am Markt. Oh, das sieht so... Ich weiß, ich muss jetzt nochmal kurz mich so angucken, denn so eine Verbesserung hatten wir schon lange nicht mehr. Ich meine, wir sind jetzt schon... Wir sind Gardist, wir gehören zu Garde. Das ist so übel, das muss man einfach noch ein paar Mal sagen. Garde, 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 Garde. Nee, Spaß. So, Rembor. Warte, war da nicht gerade was mit Rembor? Habe ich gerade nicht irgendwas von Rembor gelesen? Ach, egal, irgendwie... Ja, keine Ahnung. Warum ist eigentlich diese Hintergrundgeräusche so laut? Muss ich mal ein bisschen leiser machen. Weiß nicht, mir kommt das gerade ein bisschen lauter vor als sonst. Täuscht, kann aber auch nur täuschen. Ach nee, scheiß drauf. Mal einfach mein Headset ein bisschen leiser. So schön, so schön. So, warum sind wir eigentlich nicht vollständig aufgeladen? Hat da wieder einer gekämpft? Aufpassen, dass man so rum erzählt. So, jetzt lass mich nochmal ganz kurz hier drüber schauen. Wie viel Uhr ist überhaupt? 17 Uhr, das heißt, wir könnten eigentlich demnächst schlafen. Das Lagerhaus am Markt. Ups. Gut, dass du kommst. Ja. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, nehme ich mit. Wir haben schon seit ein paar Tagen nichts mehr von Timos Hof gehört. Geh der Sache mal nach und guck, ob das alles in Ordnung ist. Ich mache mich sofort auf den Weg. Dass das alles ist. Ja, er hätte mir auch sagen können, geh zu Hof XY. Ich hätte keine Ahnung.
Oh, wir können uns was beibringen. Ich speichere das gerade noch mal schnell ab. So. Was kann er uns denn beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich, du gehörst jetzt zu meinen Männern. Ich kann dir beibringen, deine Stärke und dein Geschick noch besser zu nutzen. Das ist nicht schlecht. Wir haben ja immerhin noch 8 Lernpunkte. Bring mir was bei. Ist das wirklich wahr? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wann ich das letzte Mal in diesem Let's Play überhaupt mal Lernpunkte ausgegeben habe. Ich glaube, das ist noch gar nicht vorgekommen. Allein deswegen sollte ich schon irgendwas lernen jetzt. Aber wir haben immer noch 25 Minuten, um uns zu entscheiden. Will doch keiner wissen. Weil ich schätze mal, auf das Ding zu sparen brauchen wir eh nicht. Und leider braucht diese Gardehand sowieso nur Geschick und keine Stärke. Was ich aber jetzt gerade nicht verstehe. Wieso können wir die Gardehand benutzen, wenn das Geschick braucht, und zwar 55 an der Zahl, und wir selber nur 39 Geschick haben? Wahrscheinlich ist da, ist da was durchgerutscht im Skript oder was weiß ich. Ist wahrscheinlich Stärkeanforderung, schätze ich jetzt mal. Das können wir auch ganz schnell testen, ob das Stärkeanforderung ist. Wir nehmen einfach mal den raus, dann haben wir nämlich jetzt nur noch 52. Und tatsächlich, es ist der Stärkewert, der uns hier vorgegaukelt wird, er sei Geschick. Aber das macht nichts. Ja, was natürlich absolut mies wäre, wenn er den Stärkewert verlangt zum Anlegen, aber dann Schaden mit dem Anzahl der Geschickpunkte macht. Das wäre natürlich echt richtig mies. Aber das auszurechnen im Kampf, das mache ich nicht. Das ist etwas aufwendig. Macht wahrscheinlich sowieso nicht so arg viel aus. So, wo ist das Lagerhaus? Ist das hier? Nee, das ist doch nicht das Lagerhaus. Da leben ja Leute drin, das ist doch kein Lagerhaus. So, ein Lager. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden hier. Aber ich glaube, den Versuch kann ich mir tagsüber sparen. Ja, das ist wirklich hier. Da sollen wir etwas rausklauen. Und ich glaube, ich sehe den Kelch schon. Er steht hier. Den müssen wir uns schnappen. Aber wir können mal auf Hof XY gehen. Timos Bauernhof. Timo. Was war denn Timos Bauernhof? Ich habe keine Ahnung. Entweder werde ich mal ein bisschen schlafen gehen. Und zwar hier. Und ich finde diese Rüstung so übel. So, immer vor dem Betreten der Häuser speichern. Das habe ich mir dank der Rückkehr gut angewöhnt. So, was ich noch loswerden wollte zu der Folge nochmal. Ich fand das wirklich sehr amüsant, Kit. Folge 26 wohlgemerkt, denn es wäre ja nicht gut, wenn ich jetzt die Folge 29 schon gesehen hätte. Das geht ja nicht. Auf jeden Fall war das wieder eine klassische Folge für dich, Kit. Monster töten, 25 Minuten lang und dann 5 Minuten irgendwas anderes tun. Das ist doch wieder die perfekte Folge. Und ich finde es auch immer sehr gut, dass ich nicht in so eine Situation gebracht werde. Denn, ja, einer muss ja vorankommen, oder? Wenn ihr beiden euch ausknocken wollt, könnt ihr das wirklich gern machen. Aber ich spiele dann einfach das Spiel durch, okay? Ihr könnt euch in den Folgen immer zerlegen, aber ich mache dann richtig produktiv hier mal. Und ich sehe schon, da hat wohl jemand schon den Kampfskill getestet in diesem Wald hier. Denn hier waren, glaube ich, doch irgendwelche Keile oder so. Aber die kamen, glaube ich, weiter hinten. Naja, auf jeden Fall. Marcello ist sowieso immer an allem schuld. Das ist völlig egal. Auch wenn noch eine Pflanze oder so rumliegt oder das Spiel abstürzt. Einfach Marcello Schuld geben, das passt schon. Der hat da ein ganz großes Konto. Da geht noch einiges drauf. So. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. Ich nehme mir aber vor, nicht ganz so viel zu reden, denn ich glaube, ich bin da auch so, gerade im Plappermaul, wenn es um Gothic 2 geht, da rede ich immer gern sehr viel über den Durst hinaus. Ja, aber naja, das gehört nun mal dazu, wenn man durch die schon gerodeten Wälder hier rennt. Es ist einfach nichts zu tun, da muss man irgendeinen Scheiß labern. Was ich mir letztens erst gedacht habe, wir sollten nie in dieser Konstellation die Rückkehr spielen. Ja, Kit, Marcello und ich, wir sollten das definitiv nicht tun. Allein schon der Laufwege halber. Denn wenn ich nämlich im Minental irgendwo bin, irgendwo ganz hinten, zum Beispiel auch im Sumpflager, und
Ja, dann kommt Marcello an die Reihe und will dann nach Corinis zu Xadars Turm und Kit fällt dann ein, er muss nach Jakenda. Dann, glaube ich, müssen wir 2-Stunden-Parts machen, dass wir überhaupt was schaffen. Aber so eine Überlegung wäre das doch vielleicht schon. Also ich will da ja auf nichts hinstoßen, aber die Rückkehr zu dritt. Naja, okay. Das ist Dallin, oder? Ja, das ist Dallin. Mit dem reden wir jetzt. So, ich könnte mal was Sinnloses lernen. Und zwar, wie man schleicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber das lassen wir am besten. Ich komme von Lord Gerlach. Torek soll verschwunden sein. Erzähl mir, was du darüber weißt. Na endlich kommt mal einer. Aber Moment, ich kenne dich doch. Warst du nicht der, der diese Teleportrune benutzt hat? Ja, macht das etwa einen Unterschied? Du bist jetzt bei der Garde? Das trifft sich gut. Du weißt ja sicher noch, dass du mir einen Gefallen schuldest, nicht wahr? Also, pass auf. Bevor ich dir sage, was ich weiß, möchte ich, dass du dafür sorgst, dass der Turm hier mir gehört. Er eignet sich hervorragend als Jagdturm. Von hier aus habe ich einen perfekten Ausblick auf meine Beute. Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen? Du bist Gardist, sprich doch mal mit Lord Gerlach darüber. Aber eine mündliche Zusage reicht mir nicht. Ich will eine Urkunde, auf der steht, dass ich Eigentümer dieses Turmes bin. Oh je, ich glaube, da haben wir uns jetzt ganz schön was aufgehalst. Wo ist das denn jetzt? Oh, okay. Habe ich da gerade was verpasst oder gab es da keinen Tagebucheintrag? Okay, ich verschwunde da gerade ist. Okay. Tja. Oder hat sich das irgendwo hier reingeschrieben? Nö. Ach, warte mal, guck mal, da steht doch was Neues. Lord Gerlach hat mir den Zutritt über den Pass vorerst verweigert. Er braucht mich hier in Ostergard. Er braucht mich hier. Ja. Ich will doch einfach nur weiter. Aber ich glaube, es geht hier eh nicht mehr weiter. Das ist ja nur eine Demo sozusagen. Deswegen werden wir uns da wahrscheinlich noch eine Zeit lang gedulden müssen, bis es dann endgültig weitergeht. So. Oh, jetzt erstmal speichern, denn ich weiß absolut nicht, wie gut wir jetzt sind. Das sieht zwar nur nach normalen Scavengern aus, aber man kann nie wissen, ne? Ich bin da lieber etwas vorsichtig und defensiv eingestellt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Bogen jetzt wehtut. Ja, der tut definitiv ziemlich weh. Wir haben 200 Pfeile, also was soll's? Das ist gut. Das tut so gut. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. So. Ja, das macht richtig Spaß. Ich glaube, jetzt werden wir auch in den ganzen unschaffbaren Höhlen würden wir ganz gut durchkommen, glaube ich. Zombies dürften jetzt eigentlich kein Problem sein. Da ist nichts zu holen. Wenn ich mir die Waffe mal so anschaue, ja, ich sollte sie vielleicht auch wieder anlegen. Dann, ich meine, 65 Grundschaden plus bei einem Volltreffer, in dem Fall wahrscheinlich hoffentlich 55, das wären auch schon mal 130. 320, das macht schon einiges an Schaden. Das ist echt gut, also. Ich meine, ihr seht ja, das sind alles One-Shots hier. Gut, es sind nur Scavenger, aber ich schätze mal, dass Minecrawler und Snapper nicht zu holen. Und, zu holen. Sag mal, fall mir doch nicht da unten ins Wort hier. Und Harpien kein Problem mehr sein werden. So, ich suche den Bauernhof. Aber ich habe keinen Plan, welcher das ist. Ich habe auch wirklich... Das ist noch so eine Geschichte von früher. Die habe ich, glaube ich, sogar noch gar niemandem erzählt. Und zwar... Oder vielleicht doch. Ich meine, ich habe über 270 Folgen die Rückkehr gemacht. Wahrscheinlich habe ich da so ein halbes Leben ausgeplaudert. Ich habe in Gothic 2 sehr, sehr unmenschlich lange gebraucht, um wirklich ganz auswendig zu wissen, wo diese scheiß Dreckshöfe sind. Das war schon fast peinlich, so oft wie ich das Spiel gespielt habe. Und ich wusste, beim 50. Mal oder beim 60. Mal
Gut, ich glaube, so beim 60. Mal wusste ich dann doch, wo die Höfe sind, aber davor... Ja. Also, das ist nicht schön gewesen, ja. Das war peinlich, deswegen habe ich die Geschichte wahrscheinlich noch nie erzählt. Ja, weil mein Namensgedächtnis ist echt nicht so gut. Ich meine, das sagt zwar jeder, ja, mein Namensgedächtnis ist so schlecht. Aber meins ist wirklich schlecht. Okay, das hilft wirklich nicht. Ich versuche heute witzig zu sein. So, da sind wir gestartet. Ja, ich habe gewusst, dass wir hier gestartet sind, Leute. Ich bin nur hier reingelaufen, um zu gucken, ob hier ein Monster-Respawn gibt. Was mich auf meinen letzten Punkt bringt, was ich noch sagen wollte in dieser Folge. Und zwar, kann es sein, dass es beim Anschluss an die Garde einen Kapitelsprung gab? Ich weiß es nicht, ich schätze es mal. Denn das ist nämlich eine gute Möglichkeit, die Welt neu mit Monstern zu füllen, Pflanzen zu spawnen lassen und so weiter. Ich denke mal, es hat einen Kapitelwechsel gegeben. Wenn es denn überhaupt Kapitel gibt hier. Ja, jetzt ist noch die Frage. Das Problem ist, ich finde nicht mal einen Bauernhof. Ich finde überhaupt keinen Bauernhof gerade. Wäre echt schön, wenn wir mal irgendeine Karte hätten von dieser Region. ja. Ah, ich glaube, ich habe einen Hof gefunden. Naja, okay. Ja! Und das ist... Oh, ich glaube, das ist sogar der richtige Hof. Das hört sich so an wie die Lobards Feldräuber-Plagen-Quest in Gothic 2, wenn man zur Miliz geht. Wie könnte es auch anders sein? Ich meine, im Grunde sind wir ja eine Art Miliz. Nichts wir sind halt die Miliz von Ostergard. Wir gehören der Garde an. Und da darf diese Quest natürlich echt nicht fehlen. Es fehlt ja echt nur noch, dass wir am Hafen nach Sumpfkraut Ausschau halten müssen, aber leider hat die Stadt Ishtar, oder wie die heißt, Utscha, warum komme ich jetzt auf Ishtar? Ich glaube, ich weiß nicht, auf Ishtar kommen. Wie komme ich nur auf Ishtar? Keine Ahnung. Dass es in Utscha keinen Hafen gibt. Na gut, wenn man die Pfütze links neben dem vierten Haus als Hafen zählt, dann kann es schon sein, dass es in Utscha einen Hafen gibt, ansonsten leider nicht. Und ich glaube, man hat eh gar nichts verstanden, weil der Sound viel zu laut ist. Aber ich feiere mich gerade hier sowieso ab in dieser Folge. Das ist mir alles egal. Hinter mir höre ich auch Feldräuber. Und wenn mal ein Volltreffer kommt, und der kommt nur jeden dritten Schlag ungefähr, dann haut er trotzdem ordentlich rein. Und ich wollte mal testen. Nee, ich teste das jetzt besser nicht. Na komm her. Und Schuss. Oh Mann. Ich bin echt eingerostet. Ich sollte mal wieder die Rückkehr durchspielen. Vielleicht wird sich mein Kampfskill dadurch erhöhen. Aber naja, in der Rebalance bin ich ja gerade an der Stelle. Naja, wo bin ich da überhaupt gerade? Okay, eigentlich sollte ich davon gar nicht jetzt anfangen zu reden, denn dann könnte ich noch eine Stunde jetzt spielen und ich hätte noch nicht alles erzählt. Auf jeden Fall bin ich gerade irgendwo im zweiten Kapitel. Man ist eigentlich immer im zweiten Kapitel oder im ersten Kapitel, weil das einfach nicht vorangeht. Und ich bin, glaube ich, gerade auf dem Weg wieder ins Minental, denn da ist noch einiges zu tun. Da ist nichts zu holen. Ja, aber es sind echt nette neue Quests drin, macht echt Spaß. So, hier übrigens nochmal sehr schön zu sehen, echte Treppen, keine Fake-Treppen. Und jetzt gucken wir mal, was sie im Inneren des Hauses finden. Verängstigte Bürger und Bauern, nehme ich an. Timo, und es ist sogar der Bauernhof. Mit denen können wir wohl alle nichts mehr reden. Hey! Okay, dann reden wir halt gleich mit dem Chef. Die Feldräuber sind erledigt. Dein Hof sollte nun wieder sicher sein. Vielen Dank, mein Junge. Ich wünschte, wenn es wirklich so wäre. Hä? Wie meinst du das? Ach, wir schlagen uns fast jeden Tag mit diesen Viechern herum. Sie kommen immer in der Nacht. Ich fürchte, sie haben unter meinem Hof ein Nest gebaut, von dem aus sie ihre Angriffe starten. Man müsste sie alle erledigen, damit hier wieder Ruhe einkehrt. Hört sich irgendwie nach einer Folgequest an. Feldräubernest. Er vermutet ein Nest unter seinem Hof. Da werden wir das mal aufsuchen, dieses Nest. Und hier ist irgendwie so, ich weiß nicht, sowas Unsichtbares. Man läuft da immer so drüber über irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich finde das nur jedes Mal witzig, wenn man hier so, okay, jetzt hänge ich total fest.
Sieht aus wie so ein... Okay, lassen wir das. Keine Ahnung. Ah ja, es ist herrlich. So, unter seinem Hof soll ein Nest sein. Dann, ja. Gucken wir mal. Ich laufe eh immer genau in die falsche Richtung zuerst. Das hier drüben, ist übrigens die, müsste die Hütte sein aus Folge 26, wo Kit mit dem alten Mann geredet hat. Das müsste eigentlich die Stelle sein, oder? Habe ich nämlich immer gefragt, wo das genau war. Und echt, wie zum Teufel ist der Marcello da hingekommen? Das erstaunt mich immer wieder. Das kann man selbst nicht glauben, ne? So. Unter seinem Hof, unter seinem Hof. Ah. Ja, unter seinem Hof ist echt ein großer Begriff. Das kann auch, naja, ganz tief unten sein, im Erdkern, unter seinem Hof. Wir wissen es nicht. Aber was ganz wichtig ist, ich muss in dieser Folge nochmal in die Stadt zurück. Das muss einfach sein. Ihr wisst ja warum. Das habe ich mir. Das ist einfach so entstanden. Ist mir egal. Ich gehe in jeder Folge einmal zur Stadt zurück. Oh, das Muttertier. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, das war aber nicht gut. Schade. Feldräuberzangen. Och Mann. Das ging irgendwie zu schnell. Das war nicht episch genug hier unten. Das tut mir leid. Naja. Wir haben es geschafft. Weil wir sind nun wirklich, das ist ja ein Quantensprung schon gewesen. Neue Rüstung, für mich ein neuer Bogen, hoffe ich mal, dass es ein neuer Bogen ist. Ein neues Schwert, mehr Attributspunkte. Ja, das soll es gewesen sein. Wir haben einen Mana-Punkt verloren, dafür haben wir 500 Gold bekommen. Wenn wir das noch, wir sollten es nicht mehr als 4 Mal noch machen, denn für die Standardspruchrollen braucht man, glaube ich, 5 oder 10 Mana. Also wir sollten das nicht übertreiben. Ja, also wenn wir Kugelblitz nicht unbedingt brauchen, können wir auch noch ganze 9 Stück in Gold umwandeln. Das wären 4.500 Goldstücke von Beliar. Das ist doch eigentlich gut, oder? Ich meine, ich wollte sowieso heute noch ein bisschen Gold ausgeben. Das machen wir alles mit dem Gang in die Stadt jetzt noch. Und zuerst geben wir natürlich hier die Quest ab. Seit langer Zeit mal wieder eine Quest, die sehr schnell vorbei ist. Die Feldräuber machen dir keinen Ärger mehr. Was sagst du da? Ich habe das Nest gefunden und alle Feldräuber getötet. Einer. Würde mich wundern, wenn sie dich nochmals angreifen sollten. Damit hast du meinen Männern und mir einen großen Gefallen erwiesen. Es ist zwar nicht annähernd genug, um deine Tat zu würdigen, aber du sollst das wenige Gold, welches ich besitze, haben. 300 Ocken. Da geht einiges. So, dann dackeln wir mal in die Stadt zurück, würde ich sagen, wenn ich hier den Ausgang finde. Ich hab's da nicht immer so damit. Ich weiß auch nicht, warum ich mich auf so kleinen Höfen oder so immer so verirre. Ah, hier ist der Ausgang. So, jetzt können wir die GTA-Sicht mal wieder verlassen. Gut. Dann werde ich mal mit dem Lord Gerlach ein kleines Wörtchen reden über den Turm hier und allgemein mal oben vorbeischauen, wie es aussieht. Und dann ist diese Folge schon wieder vorbei und das ging wirklich für mich jetzt sehr schnell. Das waren jetzt gefühlte 10 Minuten, aber die halbe Stunde ist echt gleich schon rum. Das ist echt Wahnsinn. Ja, eigentlich schade. Ich hätte so richtig Bock, jetzt noch 3 Folgen rauszuballern, aber ich glaube, da wären die anderen nicht damit einverstanden. So. Da ist der Sperrturm. Was lernen wollte ich ja eigentlich auch noch. Aber ich finde, es macht nicht mehr viel Sinn, Stärke zu investieren. Und doch dann lieber ein bisschen auf Einhand, weil die Volltreffer richten halt doch den meisten Schaden an. Und wenn wir noch ein bisschen stärker werden, sag mal, wenn wir noch bis 40 oder 50 kommen, dass jeder zweite Schlag kritisch trifft, dann können wir uns sogar hier in dieses gesperrte Gebiet wagen. Denn dann können wir es mit Wagen auch aufnehmen. Und da ich ja sowieso der Wargkiller bin, ist das für mich eine leichte Übung. So, ja, ich höre Warge die ganze Zeit und Wölfe und da ist die Stadt.
So, dann werden wir mal gucken. Ja, das mit dem, das mit diesem Kelch hier, mit dem Blutkelch, das kann gern der Marcello machen. Der hat da sowieso brutale Übung drin. Ich glaube, der, wenn der in die Nähe kommt von diesem Lager aus, wird der Kelch ihm schon entgegenfliegen. So viel Diebeskunst besitzt er. Genau, ich wollte Gold ausgeben. Jetzt kann ich sogar nochmal 300 auf den Kopf hauen. Lass uns handeln. Können ja einfach diese Schale abgeben und sagen, das ist der Blutkelch, bitteschön. Nee, das machen wir nicht. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Bam, bam, bam. Das ist mal wieder typisch. Was du nicht sagst. Gucken, was es hier gibt. Erzähl mir nicht sowas. Oh, guck mal, einer schau. Wenn ich es nicht mit am liebsten würde ich das kaufen. Wenn ich es nicht mit ich glaube, den hatte ich schon sowieso schon mal ins Auge gefasst, diesen Trank hier. Aber ich weiß nicht, ich kann das irgendwie nicht einfach sinnlos Geld ausgeben. Gut, das ist nicht sinnlos, aber für die jetzige Situation ist es gerade ein bisschen overpowered. Ich schätze mal, das Interessante finde ich immer, wenn die zwei anderen in der Wildnis sind, dann greifen die immer auf meine gekauften Spruchrollen zurück und denken, ja, wir haben das noch da und das ist super und toll und ich kaufe das extra schon in weißer Voraussicht, dass die zwei sich da in der Wildnis voll austoben können und das Rezept, das geht meistens auch wirklich auf. Zum Beispiel, ich kaufe noch einmal Untote für nichts, ihr werdet schon sehen, das werden die Jungs auf jeden Fall brauchen. Eiswelle lassen wir mal, das könnte später noch interessant werden. Monsterschrumpfen brauchen wir nicht. Schlaf. Am liebsten wäre es nur noch, wenn ich hier irgendwie ein 100er-Pack Vergessenspruchrollen kaufen könnte. Die würde ich dann einem Marcello geben. Weil die kann er bestimmt, egal wo er ist, in jeder menschlichen Menschengruppe oder in jeder Stadt und noch so ein kleinem Dorf, wird er wahrscheinlich da 20, 30 verbrauchen von den Dingern. Damit die Leute überhaupt wieder mit ihm reden. So können die mir eigentlich noch was beibringen. Lass uns trainieren. Ne, Stärke brauche ich nicht. Und ich sehe, was mir jetzt eigentlich erst auffällt, dass diese Lernpunktegrenze, also diese Steigerung ab einem gewissen Grad, die ist rausgenommen hier. Das ist natürlich bei einer etwas kleineren Mod von Vorteil, sage ich mal. Denn das wäre echt heftig. Zeig mir dann, wenn man da ab 30 dann wieder 10 zahlen müsste für 5 Attributspunkte. Vergessen. Brauchen wir vergessen. Ich hoffe mal, dass die zwei sich mal zusammenreißen. Dann brauchen wir auch kein Vergessen mehr. Ja gut, okay, gehen wir zu Lord Gerlach. Denn da müssen wir sowieso hin. Halt mal. Nein, nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen erstmal... Oh, das... Oh, aua, das war knapp, das war knapp. Noch 2 Minuten. Das schaffe ich schon. Wir geben jetzt erstmal hier die Quest ab mit dem Bauernhof. Wenn ich ihn finde... Radwin. Ich speichere nochmal schnell ab, vielleicht gibt es eine Belohnung, die man auswählen kann. Das wäre natürlich schade, wenn wir das verpassen. Ich komme von Timos Hof. Feldräuber haben den Hof angegriffen. Ich hoffe, du hast kurz einen Prozess mit den Biestern gemacht. Jap. Ich habe sie alle erledigt. Sehr gut. Und was ist mit den Bauern? Sie hatten sich im Haus verschanzt. Ihnen geht es soweit gut. Ja, aber das interessiert ja keinen. Dann bin ich beruhigt. Oh, noch eine Aufgabe, schön. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja, da gäbe es noch etwas. Die Bewohner Uchas haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass in letzter Zeit die Rattenpopulation in der Stadt massiv zugenommen hat. Ich weiß, dass diese Aufgabe einen Abenteurer wie dich nicht wirklich fordert. Dennoch muss sie erledigt werden. Na, dann werde ich mal Rattenjagen gehen. Ah, okay. Hab mir gerade schon gedacht, was sind das für ein Geräusch? Hört sich an wie Fleischwanzen oder so. Aber diese Rattenjagd, das ist wie so eine Ostereisuche. Das können dann die anderen zwei machen. Da ist zum Beispiel eine, die lasse ich jetzt mit Absicht links liegen. Da können die sich damit rumplagen. Ich versuche noch in diesen 30 Sekunden schnell nach oben zu gehen. Da ist auch eine Ratte. So. Nicht so. Das war's mit dir, du Mistviech. Da ist noch eine, aber die lassen wir alle. Ich würde so lachen, wenn sich da eine Ratte irgendwie in der Wand reinbackt. In die Wand reinbackt und die Quest damit nicht erfüllt werden kann.
Oh Mann, was habe ich schon wieder für Fantasien. Okay, das wird jetzt wohl doch nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich danke euch wie üblich fürs Zuschauen. War wieder eine sehr schöne Folge, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht hat und wir sehen uns bestimmt wieder in einer der nächsten Folgen. Bis dahin also, tschüss, haut rein und bis zum nächsten Part.